Moinsen Leute und herzlich willkommen bei dem 100. Online-Battle in Rome 2 Total War. Und ja Leute, ein spezielles Battle erwartet euch und ihr werdet es bekommen, denn Stalker ist natürlich auch mit dabei beim Kommentieren. Hallo liebe Leute. Und ja Leute, wir werden ein Battle nachkommentieren zusammen. Und Stalker und ich gucken uns die Wiederholung zusammen an und ihr seht bereits unten, da läuft ein Countdown von einer Stunde runter. Was passiert hier? Stalker und ich haben zusammen als Thylis und Sparte diese Stadt verteidigt gegen Rom, Ägypten und natürlich die Boja. Und ja, Leute, es ist ein mega fettes Gambit, 40 Einheiten pro jede Armee. Und die Regel war, dass wir beide diese Stadt eine Stunde lang halten müssen und das Stadtzentrum beschützen müssen, um die Stadt zu halten. Ihr seht jetzt nochmal eine kurze Einblendung, wer gegen wen kämpft und danach eine Verteilung der Gebiete, damit ihr natürlich auch mit dem Namen zurechtkommt. Und ja, Leute, wir sind direkt bei der Front von Hemsklamm. Niklas, da wird direkt geschossen, oder? Auf jeden Fall. Das ist eine Front, die wir unbedingt verteidigen müssen. Es ist auf ein kleines Tor ausgelegt, das heißt, sie müssen durchbrechen. Schauen wir mal, ob es ihnen gelingen wird. Wir haben da auf jeden Fall eine ganz schön starke Verteidigung aufgebaut. Und man hier sieht, auch relativ gut uns dabei was gedacht, die periodische Speere im Quadrat direkt, um aufzuhalten zum Beispiel. Genau. Und dann mit den barbarischen Kriegern dort rein zu rushen. Genau, denn wie das dann letztendlich klappt, werdet ihr dann natürlich weiter sehen. Genau, denn unser Plan war, sie kommen von, wenn sie die Mauern besetzt haben, runter, laufen in die Phalanx der königlichen Spartaner natürlich rein, um da aufgehalten zu werden. Und dann kommen natürlich die Thylis-Krieger und gehen in die Flanke. Und somit wird die Einheit von zwei Seiten angegriffen, muss an eine Flanke gegen die Phalanx kämpfen und wird natürlich von hinten von starken Kriegern angegriffen. Und somit wollten wir die Einheiten brechen und sie da besiegen. Ansonsten gehen wir zur nächsten Front, und zwar zu der Plaza-Front und dem netten Seitengang. Und ja, Leute, hier ist der nette Whisky dabei, uns anzugreifen mit seinen Römern, denn hier hatten wir die Idee, nicht die Mauern zu verteidigen. Aber schau mal, wie seine Artillerie schon gelitten hat hier. Wo, bei wem? Bei Whisky direkt. Stimmt, da haben wir drauf geschossen, ne? Ach du Scheiße, es sind schon zwei Ballisten kaputt. Das sieht hier richtig böse aus. Och, Leute, das ist ein krasses Battle. Aber wir wollten natürlich die Mauern verteidigen, weil wir nicht die Männer hatten, aber Stalker, erklär doch mal den Plan, den wir bei dem netten Plaza hatten. Bei dem Plaza sieht man ja natürlich, also Whisky wird über diese zwei Gänge kommen müssen, also entweder an dem Seitengang hoch oder am Plaza. Beide Gänge sind so verteidigt, dass sie im Prinzip in eine Mulde reinlaufen und dann von allen Seiten attackiert werden. Natürlich von Spartanern bedrängt und letztendlich hier am Plaza zum Beispiel von Eidgeschworenen bzw. keltischen Krieger, die dann dort die Kills machen sollten. Genau, das ist natürlich der Plan. Wir wussten, wir können hier mal entscheiden, das heißt, wir werden sie hier nach vorne locken. Und wenn sie hier bei dem Haupttor versuchen reinzukommen, werden sie erstens von allen Seiten beschossen, das ist, denke ich mal, offensichtlich. Und dann von drei Seiten attackiert. Das ist eigentlich sehr zu unserem Vorteil, da wir selbstberührliche Speere da benutzen können, um die Gegner aufzuhalten. Und man sieht natürlich beim Seitengang, dass die hier natürlich einmal gegen die Stammeskrieger kämpfen müssen oder gegen die keltischen Krieger, die natürlich Hügelvorteil bekommen. Oder sie gehen frontal auf die periodischen Speere drauf, was bedeutet, dass meine netten Helotenbogenschützen, die hier oben positioniert sind, sie abschießen würden. Und das würde natürlich einen sehr, sehr schnellen Tod für die bedeuten. Und deswegen haben wir da eigentlich eine sehr gute Verteidigung aufgebaut. Wir müssen zwar die Türme aufgeben, aber dafür haben wir da was Gutes. Aber was sehen wir denn hier bei den netten Ägyptern? Der nette Ägypter will auf jeden Fall jetzt sofort auf die Mauer. Er will nicht weiter von Artillerie beschossen werden. Verständlich. Die Mauern haben wir auch gar nicht erst verteidigt, weil es einfach nicht zu machen gewesen wäre. Nee, es sind zu viele Feinde. Es sind auch zu viele Schützen und das muss man einfach mal so sagen. Aber wir denken ja mal, also wir gehen davon aus, dass in einer Stunde, ich sehe zwar jetzt seinen Counter nicht mehr, aber dass in etwa 55 Minuten, würde ich sagen, kommt es hin, unsere riesige Verstärkungsarmee kommen würde und die Feinde alle aufwischen würde, wenn sie es bis dahin nicht geschafft hätten, das Stadtzentrum zu erobern. Genau, denn wir haben uns das historisch schon überlegt. Wir wissen, wenn wir die Schlacht bis zum Ende nochmal führen würden, würden wir das Battle eindeutig verlieren. Es sind einfach zu viele Gegner, aber wir wollten ja trotzdem eine coole Stempellagerung machen, wo sich jeder bis zum Ende anstrengt und wo jeder theoretisch gewinnen könnte. Das heißt, wir haben den Timer auf eine Stunde gesetzt und wir tun so, als würde eine riesige Verstärkungsarmee kommen und einfach die Angreifer wegfegen, wenn sie diese Stadt nicht erobert haben. Und somit hätten wir die Stadt erfolgreich verteidigt. Oh, Helmsklamm wird gerade belagert. Ich sehe es gerade. Siehst du das auch? Ja, ich sehe das auch gerade. Sie gehen auf die Mauern rauf und wir schauen mal, wie wir das am besten verteidigen hier.
Das sieht, ja, auf jeden Fall sehen wir, Leute, dass erstmal nur die Mauern an sich erobert werden und dass das Tor unabhängig gemacht wird. Das heißt, das Tor feuert für keinen. Und jetzt kommt es zu einem wichtigen Part. Denn wenn jetzt meine pyrrhischen Speere und die königlichen Spartaner hier getötet werden, heißt das für uns, dass das Tor von den Gegnern geeignet wird. Das heißt, es würde auf uns direkt draufballern, was natürlich den direkten Tod für uns bedeuten würde. Da wir hier auch Skorpionturme haben, da das natürlich auch eine relativ große Stadt ist. Ja, das würde einfach nur ein Tor für uns bedeuten. Man sieht ansonsten auch, das Tor wurde schon kaputt gemacht von den netten Veteranssperrkämpfern. Ja. Allerdings können meine keltischen Steinschleuder hier schön in den Rücken von den ballern. Na, ja, sehe ich gerade. Von dem von der Festung aus, ne? Ja. Sieht eigentlich sehr nice aus. Ne, ansonsten sehen wir, es wird von allen Seiten wird Speer hochgeworfen, natürlich auch gegen die Mauer. Aber wir haben da eigentlich ein sehr gutes Feuer gegen die Gegner vorbereitet. Hier sieht man noch mal eine Gorgasprinklerin, die sich bereit machen, bald in die Seite der Gegner zu feuern, denn hier sind nackte Schwerter. Ansonsten sieht man, der Kampf ist überall am Stecken. Wir werden an allen Seiten angegriffen und hier den Überblick zu bewahren, ist eigentlich nur eine Möglichkeit. Aber Whiskey hat schon die Mauern erklommen. Siehst du das? Genau, er wird sich jetzt Skorpiontürme holen. Die werden dann auch anfangen, irgendwann auf uns zu ballern, gehe ich davon aus. Ich glaube, wir haben uns damals außerhalb der Reichweite aufgestellt. Ich bin mir aber nicht sicher. Das kann durchaus sein, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Leute, ihr müsst wissen, das Battle ist so brutal geil und so alt, dass da nicht mal TV Balance draußen war. Es wurde Richtig. Am Februar erspielt. Im Februar, Leute. Am 8. Februar, um genau zu sein. Aber wir wollten uns das Battle für was Besonderes aufheben und damals gedacht, da wird es das 100. Online-Battle generell was rauskommt. Und ja, heute ist der Tag, wo ihr das sehen dürft. Genau. Passiert gerade wieder was? Ich glaube, bei der Helmsklammfront ist gerade übelst Kampf versteckt. Nur muss mal gucken, wie viele Trupps hier einfach auf den Mauern sind. Das ist nicht nur alles, ne? Die verstecken noch einen Großteil dahinter. Und mit seinen Galeeren hier. Die dafür einen riesen Teil versteckt. Hier, die Veteranensperrkämpfer bewegen sich auch kein Stück, die warten erstmal. Ja, können sie machen. Die werfen halt auch ihre Pieler darunter, ne? Ne, ich glaube, die haben alle schon geworfen, wenn ich mich nicht täusche, weil die pyrrhischen Speere. Ne, die haben jetzt einen Mann verloren. Ich glaube, der hat das Feuer ausgestellt. Alter Leute, guckt euch an, wie viele Männer das sind. Das müssen wir alles noch töten. Das wird noch alles auf der Tagesordnung stehen. Die Römer positionieren jetzt hier auch. Das Lustige ist, Leute, guckt euch einfach mal diese Box von dem netten Tribesman hier an. Diese Pikenbox um die Artillerie und die Schützen. Leute, ihr müsst wissen, Tribesman hatte Angst. Er hatte Angst um seine arme Artillerie. Ach, du Weil Schuss. Hier sieht man auch, meine Kavallerie ein bisschen unterwegs ist. Ja genau, wir haben nämlich auch noch einen Kavallerie-Stopp gehabt, aber der konnte halt nichts machen, ne? Der war irgendwie ein bisschen fehl am Platz, ja. Das war leider kein gutes Omen für diese Kavallerie. Ich glaube, ich habe da auch ein bisschen mit Micromanagement versagt. Ja, habe ich, wie man da gerade sieht. Ach du Scheiße, habe ich da geschlafen. Wo denn? Tut das weh. Wo? Bei meiner Kavallerie. Meinst du, dass die einfach nur dumm rumsteht in der Ecke? Nee, die läuft ja da rum, aber die greift nicht die Artillerie oder den Gen an. Ja. Aua, tut das weh. Okay, gucken wir uns lieber was anderes wieder an. Gucken wir uns lieber im Scam an, da sehen wir, dass meine Truppen sich hier schon am Bewegen sind. Ja, ja. Alter, mittlerweile sehen wir aber auch, dass hier der nette Trick von Angel Temple angewandt wurde, denn er wirft jetzt einfach seine ganzen Speere runter und stellt sich so mit uns gegenüber und somit sorgt er für harte Verluste und wird natürlich uns jetzt ordentlich zufügen und ansonsten, ja, können wir ja... Allerdings werden, glaube ich, auch deine Gorgos gerade ein bisschen in, Stellung gebracht. Das heißt, die werden da jetzt eigentlich hochballern und die können sich natürlich nicht schützen, wenn sie auf den Mauern stehen. Na, sie haben gerade einen Schussbefehl bekommen. Aber nee, die haben die Schüsse schon länger, die sind schon müde, weil die schnelles Nachladen aktiviert hatten. Aber man sieht, die genackten Schwerter fallen natürlich. Ich meine, die heben ihre Schilder einfach mal Richtung Ausgang von der Stadt. Was sie einfach Bock drauf haben. Alter, ist das eine krasse Schlacht hier, wenn man sich das mal anguckt. Ne, wir sehen ansonsten, wir mussten unsere Truppen erstmal zurückziehen. Wir können diesen Speergel einfach nicht beugen. Okay, jetzt sind die nackten Krieger hier runtergerannt. Genau. Ja, ich sehe es gerade. Ja, die Axtträger. Speere werden jetzt natürlich im Quadrat ein bisschen beballert. Natürlich nicht so schön. Nee, aber es ist ein Opfer, was sie bringen müssen. Aber ansonsten sieht man halt, an allen Ecken gehen die Männer runter. Und bei dir kämpfen ja auch schon hier die Genau, die keltischen Krieger sind jetzt am Kämpfen. Die Stammeskrieger gehen in den Rücken. Ja, genau, sieht man. Zack. Nee, das sieht nur so aus, als würden die Rücken gehen. Denn die Männer stehen tatsächlich sogar vor denen. Also... Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, das ist die Bannerverschiebung ist ein bisschen komisch. Man sieht, da sind ganz die Stammeskrieger auch wieder zurückgezogen. Aber die Gorgoskrieger schießen immer noch weiter. Ansonsten sieht man, das Ziel natürlich an diesem Tor ist, eindeutig die pyrrhischen Speere zu töten. Da man da einfach durchbrechen muss und es keine andere Möglichkeit gibt, da noch etwas zu machen. Wenn die fallen, fällt das Tor, dann ballert es und dann haben wir eigentlich die komplette Helmsklammfront verloren. Deswegen ist die eigentlich auch so wichtig. Deswegen sehen wir auch, königliche Spartaner werden nachgerückt und die sollen hier eigentlich gegen kämpfen.
Und ansonsten, was passiert denn bei Whisky? Whisky formiert sich noch, sehen wir. Whisky formiert sich weiterhin, also da wird auf jeden Fall noch ein bisschen, ach du Scheiße. Zeit vergehen. Allerdings, die keltischen Krieger hier sind am Schlachten, haben schon 64 Kills. Zieh sie raus, damit die Stammeskrieger, die frisch sind, die Axtkrieger jetzt nun den Todesstoß geben können. Genau, das, Alter, das sieht man richtig gut. Die keltischen, Krieger haben 64 Kills gemacht und nur 8 Männer verloren. Das ist einfach mal mega gut, ne? Ja. Das ist einfach ein richtig gutes Ergebnis. Also die Stammeskrieger auch. Aber die haben schon 20 Männer verloren. Das war noch durch die Speerseifen, als sie noch... Ja, das war durch die Speerseifen, genau. Das ist gar nicht gut. Jetzt ansonsten sehen wir hier natürlich, dass wir hier unbedingt gegen diese Axtkrieger durchbrechen müssen, damit das Tor nicht auf uns ballert. Ja. Ja, weil die perückischen Speere, die halten einfach immer noch durch. Das ist halt der Vorteil von einem Quadrat. Ich meine, selbst die schlechteste Einheit kann Jahre durchhalten. Die sind schon 60 Männer tot. Und die haben nur drei Kills gemacht. Aber die halten durch. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Die werden ja von allen Seiten hier angegriffen. Ja. Für 400 halten die echt lange noch gut genug gegen Veteranspeerkämpfer und Axtkrieger durch. Vor allem. Okay, jetzt ziehst du hier deine Helden Spatters ran. Ziehst du ran? Zum Moralpush, glaube ich. Ich weiß nicht. Kannst du Ich glaube, das war Moralpush. Aber ich stehe unter Eigenbeschuss. Seit wann stehen meine Helden Spartas unter Eigenbeschuss? Oh, die periökischen Speere, das wird jetzt echt noch spannend. Die leiden jetzt mittlerweile ganz schön. Ach du Scheiße, da kommen weitere Axtträger. Oh, die armen periökischen Speere. Guck sie dir einfach an. Also die haben, glaube ich, schon maximal keinen Bock mehr. Nee, stell mal vor, ihr wird einer dieser periökischen Speere. Ich guck mal aus deren Sicht. Nee, maximal keinen Bock mehr auf Kampf, Alter. Irgendwo eine Lücke finden, rauslaufen. Und das wär's gewesen für den... Ich meine, die sind ja nicht gerade die besten ausgebildeten Soldaten. Aber man sieht, mittlerweile wurden die Tore ja überall kaputt gemacht, aber angreifen tun die beiden hier noch nicht, ne? Rom und Ägypten bereiten sich noch auf den Krieg vor, während halt die Boier schon übelst am Einstecken sind. Ja. Aber hier sieht man, die alten Spartas wurden reingezogen, um den Kampf jetzt zu beenden gegen die nackten Schwerter. Ja. Weil die jetzt schon länger im Kampf waren. Alter, guck dir das an. Oh, die haben 50 Kills und nicht einen Mann verloren. Alter, diese alten Spartas. Ah, die periökischen Speere, die halten hier noch, sind zwar schon noch standhaft, aber... Ja, die halten wirklich noch durch, ne? Alter, jetzt hat er drauf geballert. Und jetzt geht er nochmal rein. Ah, da müssen wir echt gucken, dass wir irgendwie da Truppen reinkriegen. Niklas weiß selber nicht mehr genau, was wir damals getan haben, um das zu beenden. doch, ich weiß es noch. Aber es ist nur für die Zuschauer. Also, ja. Aber es bleibt halt spannend. Wir sehen generell, die Spartas haben schon 100 Kills gemacht und noch nicht einen Mann verloren. Das sind die Spartiaten. Übrigens, Leute, es wurde kein Mod verwendet bei dem Battle. Das sind die ganz normalen Helden Spartas. Wie sie live in Action zu sehen, aber man sieht mittlerweile, das Tor wird noch erobert und die Helden Spartas kommen schon rüber, weil wir hier die Front gebrochen haben. Damit das Tor halt wieder neutral wird. Genau, kommen diese Helden Spartas jetzt rüber. Und die Charge direkt gegen die Gegner. Er versucht zwar noch den Kampf außerhalb des Tores. Aber er schafft es nicht mehr. Es wird wieder neutral. Ja, und somit haben wir das Tor immer noch gehalten und da kommen einfach die ganzen Schwerter einfach alles rein spammen. Und meine Helden Spartas haben leider Männer verloren. 4 Stück. Schande. Alter, feierst du das nicht, Niklas, dass die so viele Kills haben? Ja, aber jetzt haben sie doch Männer verloren, weil sie irgendwie Pila abbekommen haben. Ja, die haben Pila selber abbekommen. Bis jetzt konnten wir denen das, konnte das denen erspart bleiben. Aber man sieht, hier ist über der Kampf versteckt. Ich muss mal gucken. Da drüben ist noch kein Kampf. Alter, wie die sich hier vorbereiten. Guckt euch diese ganzen Gegner an. Ja, wie sie die Mauern kaputt gemacht haben. Ach du Scheiße. Ja, man sieht einfach mal, an jeder Front müssen wir uns vorbereiten. Das ist echt nicht witzig, Leute. Ja. Das sind einfach massenweise Gegner. Und hier, guck mal, Leute. Aus dem Gebüsch einfach mal 5 Veteranspeerkämpfer rausgezogen. Es könnten einfach noch mehr kommen. Ja. Es ist ihnen egal. Aber man sieht, wir haben mittlerweile unseren Trick offenbart. Denn die keltischen Krieger und die Stammeskrieger gehen jetzt hier auf die Mauer, während die alten Spartas die Gegner aufhalten. Genau. Das ist natürlich jetzt zu unserem Wohl. Und jetzt gehen die Gorgasprengterin hin und schießen einfach mal in die Flanken rein, damit die Helden Spartas da nicht eingekreist werden. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Ja, das funktioniert einfach jedes Mal, wenn man Oblitenphalanx anlegt. Ich habe sogar einen Angriffsbefehl gegeben, obwohl ich das normalerweise... Nee, das war's. Machst du normalerweise auch generell immer mit Peltasten, ne? Dass du... Ja, genau. Ich gehe normalerweise, wenn ich Peltasten spiele, mit meiner Hopliten-Einheit halt in Hopliten-Phalanx und dann wird sie halt eingekreist, was ja Nachteil wäre. Normalerweise würde man da den Formationsangriff ja deaktivieren. Ich lasse den aber an, damit sie halt wirklich in dieser Box bleiben und Peltasten schießen, wenn sie auf automatischem Schießen sind, automatisch die Flanken der gegnerischen Einheit. Und das sorgt halt dafür, dass sie da einfach gebrochen werden. Und dass sie da nicht mehr einkreisen können. Aber man sieht, wir haben deine Stammeskrieger da reingeschickt, um das zu beenden, ne? Ja, genau. Die gehen da einfach rein, schnitzeln jetzt die Gegner von die Silber. Er jagt auch ganz schön was in meine Stammeskrieger hier rein, die den Gang zur Festung verteidigen. Oh ja, aber die kriegen auch nicht Support. Ich meine, wir haben noch Eidgeschworene, wir haben noch König, Spartaner und Jugendliche.
Und die Stammeskrieger haben auch noch richtig Bock zu kämpfen, also. Alter, begeistert einfach mal. Und haben schon 124 Kills. Man sieht, wir halten die Boja richtig gut im Schach. Die kommen nicht durch. Und die Gorgsbänklerin noch in den Rücken. Siehst du das? Oh, aua, aua. Oh, das ist, das ja, ich weh. Seh's. Oh, geil. Au, au, au. Die haben einfach... Beow. Das tut richtig weh beim Zugucken. Ja. Also wenn das nicht weh tut. Oh, man sieht hier, hier liegen sogar ein paar Jugendliche. Also bei mir liegen hier ein paar Jugendliche Leichen, wo ich reinschieße mit meinen Gorgsbänkleren. Ja, ja, diese haben da als erstes gekämpft. Bevor meine Stammeskrieger gekämpft haben. Ja, die sind ja rausgezogen worden. Die haben ja noch 166 Mann. Alter, es tut mir leid, Leute. Wir sind gerade unter den 30 FPS, aber es tut mir leid. Ich bin gerade bei 42. Ja, ich bin jetzt auch wieder bei 40. Ich bin aber ganz nah reingezoomt. So haben wir richtig das Bett davon. Ja, wenn man reinzoomt, dann gehen die schnell mal runter. Das stimmt. Aber Leute, also wenn ich ganz rauszoome, bin ich locker immer bei 50 gerade, aber... Ja, ich war sogar kurzzeitig besiegt, aber Leute, dass wir das auf flüssigen 60 FPS nicht bekommen, das tut uns echt leid, aber... Vor allem, wir beide spielen einfach mal. Oh, jetzt rennen aber gerade die kettischen Krieger hier raus und gehen, ich weiß jetzt nicht, was sie machen. Feuern sie ihre Pieler runter oder was tun sie dort? Aber guck dir diese ganzen Boja an, die da rausgeströmt kommen aus dem Tor. Ja, Alter. Und jetzt guck dir mal an, da kommen immer noch welche hinten aus dem Gebüsch. Wie viele Männer waren da eigentlich in dem Gebüsch? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht, man will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Nee, man sieht ansonsten, deine Stammeskrieger haben sich geopfert, damit die Helden Spartas in eine neue Phalanx machen können. Ich glaube, wir haben die ein bisschen vorgezogen und die Helden Spartas zurückgezogen. Genau, ja. Weil aber es ist okay, sie haben 110 Kills fast gemacht. Das ja, ist und sie retten die Helden Spartas, das hat sich auf jeden Fall gemacht. Und die Helden Spartas müssen auch definitiv noch ihre Kills machen. Ja, sie haben fast nur 200, ich meine, für Spartiaten auf jeden Fall nicht genug. Alter, wie könnte das sein, wie die einfach abmetzeln? So, Flatz, bam, abgestochen. Wie ein Huhn. Oh, man sieht hier natürlich bei der anderen Flanke beim Plaza, dass wir dort komplett eingekreist werden. Also die Vorbereitung ist voll am Start. Ja, weil, Alter, die sind einfach an jeder Front. Die sind hier bei dem Seitengang, haben sie positioniert beim Plaza. Ja. Dann gehen sie hier noch Richtung Tempel. Und versuchen den Plaza noch von der anderen Seite zu waschen. Aber wir haben uns gegen jede Front vorbereitet. Wir sind gegen alles gewaffnet, nur nicht gegen die große Anzahl, die gegen uns geht. Ja, dagegen kann man sich auch ein bisschen schlecht wappnen, oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen unmöglich. Ich meine, Alter, gut, wie viele hier stehen. Was waren das alles? Also, ich habe das am Anfang alles eingeblendet. Das heißt, die Zuschauer wissen es bereits, aber ich muss gerade für mich selber nochmal gucken. Das waren ohne Devocati, Hastati, erste Gott. Boah, hier war alles vertreten, ne? Ja, die haben ordentlich. Oh, das Schwertgefolge leidet, weil die Gorgos ihnen in den Rücken schießen. Oh, geil. Schon wieder da? Ah, ich sehe es gerade. Die keltischen Krieger wurden ja rausgezogen und dann kamen die Gorgos in die Flanke. Alter, guck mal, diese alten Spartas. Wie viele Trupps halten die auf? Stimmt, wir haben dann Jenya noch rübergezogen, um die zu unterstützen. Genau. Ne? Weil Fähigkeiten und Moralsupport für die Helden Spartas. Also weil die nämlich im Moment müde sind und die dürfen nicht müde sein. Nein, aber die haben. Alter, 230 Kills. Den haben wir richtig gut gespielt, würde ich sagen. Die haben wir perfekt eingesetzt. Ja. Ich meine, du musst dir das angucken. Die sind nur standhaft. Mit 40 Männern standhaft. Normaler Trupp wird abhauen, wenn er von so hunderten Trupps angegriffen wird. Aber die Helden Spartas sind voll am Start. Okay, mein Jen, der chillt jetzt dort. Ich weiß nicht, ob er direkt dort kämpfen wird. Nee, ja, er kämpft, um die Krieger im Rücken zu töten von deinen Helden Spartas. Genau, aber der wird bei mir mittlerweile schon wieder rausgezogen. Niklas, haben wir 3 Sekunden Verzögerung oder so? Das kann durchaus sein, das liegt aber daran, dass das Spiel ein bisschen behindert ist. Umbuggt. Ja. Ja, aber man sieht, meine königlichen Spartaner kommen bereits, um die Gegner aufzuhalten, die bei den königlichen Spartaner, bei den Helden Spartas vorbeigelaufen sind, um die Veteranspeerkämpfer zu töten. Und jetzt geht es hier langsam los bei Whisky. Die ersten Hastati erklimmen die... Stimmt, die versuchen ihn gerade durch die Fahrfahne durchzulaufen. Alter, die haben noch 25 Mann, nur weil die durch die Fahrfahne durchgelaufen sind. Und man sieht, der Seiten hier, wie nennen wir das? Den Waldgang hier bei den brückischen Sperren, wo die angegriffen werden von ägyptischer königlicher Garde und ägyptischer Infanterie. Ja. Ach nee, nicht galatischer königlicher Garde. Galatische, ja. Alter, das... Das ist einfach. Hier sind wir über Gegner und hier sehen wir einfach mal, wie die letzten Astati rauskommen, einfach mal zu Tode beschossen werden. Da kommt einfach keiner durch. Guckt das euch an. Zack! Die hauen ab, bevor sie da waren. Blub. Verkackt, bevor es losgeht, nennt man das. Ja, aber Leute, wir haben noch ein paar Männer zu töten. Wir freuen uns einfach darüber, dass wir einen Astati-Trupp töten bei dieser Masse an Feinden. Richtig, genau. Das ist einfach gar nicht. Und übrigens, Leute, ich glaube, wir haben es vergessen zu zeigen, aber die Kavallerie von Stalker wurde vernichtet. Wir haben sie nicht sinnvoll einsetzen können. Erinnerst du dich noch, da kam gegnerische Kavallerie und dann. Ja, ich habe das Micromanagement einfach ein bisschen verkackt von der Kavallerie. Es war einfach zu viel. Ja, aber man sieht, die Helden Spartas sind mittlerweile gestorben. Trauerminute.
Ja, yeah. Aber sie haben definitiv ihre Kids gemacht. Dafür sind dort jetzt königliche Spartaner am Start. Ja, die halten die auch wieder perfekt auf in ihrer Fahrt. Also die haben erst, also die haben drei Männer verloren und haben schon wieder 27 Kids. Oh Scheiße, jetzt müssen wir aber durchbrechen. Wir sehen, wir haben Kavallerie reingejagt, den ich gerade. Stimmt, um das Tor neutral zu halten, haben wir die geopfert. Weil die, haben die Stammeskrieger nur noch 26 Mann haben dort. Ach du Scheiße. Ich glaube, da habe ich Kavallerie durchgezogen, aber das war in dem Fall legitimiert, oder? Das war legitimiert aus dem Grund heraus, dass bei den Helden Spartas durchgezogen wurde. Da waren wir noch mit dem Abend mit den anderen abgesprochen, dass wir das dürfen. Falls du dich noch erinnerst. Ja. Weil bei den Helden Spartas wurde ja damals durchgezogen, weswegen wir deinen Genderbob brauchten. Und dann haben wir mit denen abgesprochen, dass wir das auch machen dürfen einmal. Das haben wir auch direkt in die Tat umgesetzt. Das war alles. Aber wir sehen. Oh, das ist Plaza. Beim Plaza geht's los. Beim Plaza geht's los. Oh ja. Ach, du Scheiße. Da kommen die Salven. Alter, und da kommen die Astarte einfach mal rein. Die Astarte sind ja im Kampf stärker als die berührischen Speere. Die besiegen die ja noch leicht. Aber man sieht, überall geht der Kampf los. Ich glaube, wir haben ein bisschen geschlafen beide. Ja, ja, ich habe noch Angstbefehl. So, im letzten Moment einfach noch. Und hier sieht man noch die Helden Spartas. Bei denen habe ich ja mit Absicht gewartet. Die kriegen nämlich jetzt einen Angstbefehl. Genau. Aber man sieht, hier kommen einfach mal die Römer in Massen reingeströmt. Man sieht an der, Alter, bei der Spitze. Ja. Da werden der Kelchkrieger angegriffen, die beiden königlichen Spartaner machen sich bereit. Okay, Alter, bei jedem Gang kommen die rein. Hier sieht man die pyrrhischen Speere, die kämpfen. Alter Schwede, wurde hier gekämpft. An jeder Ecke. Ich meine, man muss sich einfach mal angucken, wie hier geschlachtet wird beim Plaza. Warum haben wir das damals nochmal verteidigt? Weil es ein großes Gebiet war? Ja, ich denke. Wenn man sich ah, stimmt, wir haben den hier auch perfekt in die Flanke geschossen mit den. Ja, genau. Mit den periodischen Feldtasten, die hier auch noch stehen. Alter, wie die. Also, man sieht, wir haben es jetzt hier geschafft, an der. An Helm's Klamm da durchzubrechen mit der Infanterie, um sie wirklich hier in diesem Kessel gefangen zu halten. Alter, guck dir mal an, wie viele Männer da stehen. Guck mal an, was die noch in Reserven da haben. Das ist einfach nicht normal. Aber meine Gorgas sind mittlerweile auf der Mauer, die wollten da runterschießen. Ja. Aber Leute, guckt es euch an, wie knapp wir überhaupt noch in diesem Torradius drin sind mit unseren Männern, ne? Das war einfach mal knapp. Oh, wir sehen aber auf der rechten Flanke, da bist du durchgebrochen mit deinen drei Stammeskriegern. Die rennen jetzt auch da rein in das Mittelfeld. Genau. Leute, es wird einfach nur gemetzelt, was das Zeug hält. Und die spartanischen Jugendlichen sehen, wir machen auch bei den königlichen Spartanern dicht, damit da halt keiner an der Flanke durchkommt. Aber da habe ich wirklich eine kleine Lücke gelassen. Oh, jetzt kommen hier auch noch Whiskys Bogenschützen rein. Das heißt, er will uns das natürlich auch nachmachen. Er will auch ein bisschen schießen. Beim Plaza? Oh ja, ich sehe es. Mhm. Oh shit, Alter, hier wird echt geschlachtet. Selbst der Neidgeschworenen sind im Kampf. Die königlichen Spartaner sind natürlich auch im Kampf. Alter, hier wird einfach überall getötet, ne? Na. Das sieht gar nicht gut aus. Hier sehen wir aber mittlerweile meine Bogenschützen schießen runter bei dem Seitengang. Oh, ich sehe gerade kretische Bogenschützen ballern meinen keltischen. Oh, mein Stammeskrieger in den Rücken. Oh, aua. Wo? Oh, und deine königlichen Spartaner. Nee, periodische Speere brechen bei diesem kleinen Seitengang, der zum Plaza führt. Achso, du meinst das da? Achso, den Seitengang. Ja, ich sehe es gerade. Aber dafür haben wir Stammeskrieger geschickt, ne? Ja. Ach, aber die müssen halt gegen Galatische Königliche Garde und Veteranen generell kämpfen. Dass die nicht lange durchhalten, ist klar, aber die werden auf jeden Fall ihre Quests machen. Ja. Also für uns Leute war es generell nur ein Ziel, die Zeit halt durchzuhalten, ne? Denn man sieht hier beim Slum, dass dort überhaupt nicht angegriffen wird. Also man wird auch später sehen, dass wir dort auch noch unsere Truppen abziehen werden. Genau, das ist einfach nicht normal. Oh, wie viele Römer einfach. Oh, aber den Seitengang verteidigen wir gut. Ja, wir verteidigen an jeder Ecke eigentlich gut. Das ist einfach nicht normal. Ich meine, mein Gen wird mittlerweile schon teilweise zurückgezogen. Boah, was macht er da? Warte kurz. Ach du Scheiße, hier kämpfen über. Hier sieht man die königlichen Spartaner. Hier habe ich einen falschen Befehl gegeben. Da habe ich sie kurzzeitig rausgezogen. Das heißt, sie müssen wieder in den Kampf gehen. Man sieht, die machen nicht gerade sehr viele Kills, aber Leute, es tut. Sie haben nur so viele Kills, wie sie verloren haben, was eigentlich nicht gut ist. Aber wenn man sich diese Masse einfach nur überlegt. Boah! Nein, böses Team. Später. Aber ich meine, man muss sich einfach nur angucken. Die werden beschossen, die werden von hunderten Leuten im Nahkampf angegriffen. Das geht einfach nicht klar. Man sieht hier, die Front bricht. Die Stammeskrieger halten nicht mehr lange durch. Und, ja. Was machen die Plänkler hier neben denen? Ägyptischen, was? Das möchte ich gerne mal erklärt haben. Okay, jetzt checke ich da gar nichts mehr. Aber Leute, man sieht... Die Römer hier werden zurückgetrieben, die Veteranen. Die Stammeskrieger hatten weiter durch. Man sieht hier natürlich bei der Front, dass der größte Teil der Boier wieder abgehauen ist. Das bedeutet für uns, dass wir sie erstmal wieder vertrieben haben, denn wir haben sie hier eingekesselt. Das heißt,
Der nette Angel Templar hat sich gedacht, es hat keinen Sinn mehr, da zu kämpfen. Ich muss auf meine Verbündeten warten. Ich verliere hier einfach viel zu viele Männer. Und deswegen hat er sich erstmal wieder zurückgezogen und uns das Torhaus überlassen. Er hat seine Belagerungsgeräte ja immer noch an der Mauer, die wir nicht kaputt machen können. Das heißt, er kann sich auf einen erneuten Angriff vorbereiten und wieder zu einer Frische kommen, denn alle seine Truppen sind erschöpft und deswegen kämpfen sie auch deutlich schlechter. Ansonsten sehen wir, haben wir uns hier erstmal neu formiert. Das Tor wird natürlich neu erobert, das heißt, es ballert jetzt auch wieder für uns. So, bin und wieder da. Hallo Stalker. Und hier sehen wir natürlich beim Seitengang, da ballern wir immer noch rein. Die königlichen Spartaner setzen mittlerweile die Keltischen Krieger und die Bogenschützen schießen vom Hügel daneben aus immer noch rein. Falls du es gerade siehst, Stalker. Ja, natürlich. Königlichen Spartaner werden das Ding dort natürlich gewinnen. Ja, ich meine, es sind nur zweimal Legionäre. Königliche Spartaner natürlich kein Problem. Ja, ich sehe, aber ich habe ein bisschen Friendly Fire gehabt hier von meinen eigenen Feldtasten, ne? Aber ich finde ja geil, wie dieser Gang, der von dem Seitengang zum Plaza verteidigt wird, ja. Von den Helden Spartas, wie die da natürlich schlachten. Alter, die haben ja schon 113 Kills und das gegen erste Kohorten. Das ist ja Echt schon ein bisschen krass. Alter, ich meine, guck dir mal die Syrer an. Oh, die Syrer ballern uns einfach mal richtig zusammen. Man sieht, ja, die Elephants sind mittlerweile drin und ja, Leute, das war der Punkt, wo der Plaza gefallen ist, denn die Elephants sind mittlerweile drin gewesen. Ich meine, von wo wurden die raus reingejagt? Ich glaube, die kamen vom Garten, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Eidgeschworenen leiden jetzt hier richtig hart. Oh. Das ist richtig fies. Wir ballern natürlich ordentlich rauf auf die Elephants, aber... Hast du auf Pause gedrückt, eben, Niklas? Nein. Und ja, in diesem Moment haben Niklas und ich leider gesagt, wie lange wir da noch Zeit haben. Und deswegen werde ich hier kurz reden, damit ich auch nicht weiter störe. Auf Wiedersehen. Okay. Wird rausgecuttet. Das ist schon okay. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ja, mach ich. Weil du sagtest, auf die Elephants wird draufgeschossen. Ich so, da schießt keiner auf die Elephants. Ich dachte so, hä? Fail. Das kann nicht sein. Aber Leute, was man mittlerweile sieht, ist, dass die ganzen Leute von dem netten Slum aus rübergezogen wurden. Denn ich meine, bei Slum wurde einfach mal gar nicht attackiert von Ägypten. Ägypten hat sich einfach voll auf die Seite von Rom gestürzt. Deswegen wurde das Slum auch nicht angegriffen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir ziehen alle Männer rüber, lassen noch ein, zwei Truppen zurück. Und deswegen können wir da eigentlich alles in Ruhe lassen. Somit können wir besser die Fronten verteidigen. Ich meine, Hemskam haben wir jetzt erstmal beschützt. Die Boyer werden sich das da erstmal aufstellen und haben nichts zu tun. Abgesehen davon sehen wir, dass die Riesenballisten noch endlich anfangen zu schießen und hier die Mauer kaputt machen. Damit man endlich mal mehr als eine Bodenfront hat als das Tor. Und sonst bist du bei 26-0, Niklas? Noch nicht. Eine Sekunde. Also noch ein bisschen. Und ansonsten, ja egal, jetzt habe ich endlich mal einen Überblick, das ist gar nicht mehr so doof, wenn wir mal kurz auf Pause machen. Aber man sieht ansonsten, ich meine, die Königlichen Spartaner gewinnen hier beim Seitengang immer noch sehr gut. Ich meine, die Legionäre hauen jetzt ab, die sind gebrochen. Oder wankend. Ich meine, die Stammeskrieger... Okay, du kannst jetzt wieder... Okay, bei Go machen wir, okay? Ja. 3, 2, 1, Go. So. Go. Und ansonsten oh ja, die Elephants leben einfach immer noch, ne? Na, das ist richtig brutal. Die haben, die Kills von den 406 und das war nicht gegen schlechte Infanterie. Nee, jetzt kommt bald die Stunde von deinen spartanischen Jugendlichen hier. Weißt du noch, dieser legendäre Trupp, spartanische Jugendliche? Ah ja, warte, wo kommen sie? Die kommen ja gerade rüber vom Slum, oder? Das kann sein, ja. Ja, da kommen sie, ganz hinten. Leute, diese spartanischen Jugendlichen werden gleich die wichtigste Einheit im Spiel. Warum wird das wohl die wichtigste Einheit, Stalker? Willst du den Zuschauern schon mal einen Tipp geben, warum das die wichtigste Einheit ist? Nein, ich werde nicht spoilern. Ach Leute, das ist der beste Moment in der ganzen Schlacht gewesen, diese spartanischen Jugendlichen. Aber wir werden es gleich noch sehen, denn erstmal sehen wir, die Elephants werden hier versucht reinzujagen. Das heißt, die königlichen Spartaner machen sich erstmal bereit und warten noch auf die Ankunft der heiligen spartanischen Jugendlichen. Mich wundert es ja, dass der Boyer sich hier so komplett zurückgezogen hat. Aber jetzt zieht er seine Trupps wieder nach vorne. Die Trupps haben natürlich ordentlich gelitten. Der hat die zurückgezogen, weil die alle erschöpft waren. Und weil er hier ein weiteres Loch reinmachen wollte. Ah, okay. Also das war unsere Vermutung. Ich glaube, wir haben damals nicht nachgefragt, warum er das getan hat. Aber das Schöne ist natürlich, dass unsere Skorpiontürme jetzt wieder feuern können. Das ist ein mega Vorteil. Ja. Aber man sieht natürlich Leute... Wow. Alter. Oh. Ich zoome gerade mit N rein. Wusstest du, dass man mit N reinzoomen kann? Mit N? N. Oh ja, sie ist gerade. Alter, man kann total mega geil. Oh.
Ansonsten wir sind mitten in der mitten so in einem 100. an der Battle, und wir beide gucken. Wusstest du, dass man mit einem reinzoomen kann? Oh! Guck dir das an. Hm? Oh, jetzt der Weg zum großen Tempel wird jetzt auch angegriffen. Ja, aber wir verteidigen uns dann gut. Ich meine, das Plaza ist gefallen. Der Seitengang steht noch. Also die eine Front nicht mehr, die zu Plaza ging, ist, denke ich. Ja, aber guck mal, was da an Truppen kommt beim Plaza. Ist das böse? Das ist eklig. Ich gucke noch an, was vor den Mauern steht. Einfach nochmal 100-mal Galatsche Königliche Garde, ich glaube 6-mal steht da noch. Ja. Und 100-mal ägyptische Infanterie, diese typische Traps mit Armee einfach. Ich spiele einfach Ägypte. Und Gott sei Dank auch als Mietschild. Aber man sieht, die Jugendlichen kommen jetzt nach vorne, denn wir dachten uns, Jugendliche haben auch einen Hoplon als Schild. Das heißt, wir können uns perfekt gegen die Syrer mit ihren wir können uns mit spartanischen Jugendlichen perfekt gegen Syrer wehren, habe ich gehört. Und das heißt, wir stellen sie jetzt erstmal hier auf, wollen natürlich erstmal ausharren, denn die Syrer schießen noch auf die königlichen Spartaner. Aber ich bedenke eigentlich, die Jugendlichen fangen die Geschosse eigentlich sehr gut ab, sieht man hier. Ja. Aber die stehen, der Elephant, der liegt da einfach noch. Die wissen sie gar nicht, wie sie sich richtig aufstellen sollen bei den Elephants. Die schieben die immer so durch die Gegend, wenn die kommen. Aber Leute, wir müssen die Truppen verschieben. Wir sehen natürlich, die Boyer greifen an, versuchen erstmal ihre Schützen hier rüber zu bekommen. Ich glaube, die hatten keine Money mehr, oder? Hatten die Money? Die Boyer hatten... Ich glaube, der schickt in den... sieht man, die Infanterie kommt. Die ist nämlich die ist zum großen Teil nämlich wieder frisch oder aktiv. Ja, weil sie abgehauen. Dass die Skorpiontürme auf die Schützenballern und nicht auf die Infanterie. Ja, man sieht auch, die Gorgsprinklerin schießen darauf nicht. Die haben keinen Bock. Ne, die hatten überhaupt noch Money? Ich weiß nicht. Ich glaube, die hatten noch ein paar Schüsse. Aber ich glaube, die Leute wollen lieber sehen, was hier beim Tempel passiert. Wir sehen hier auf der einen Front, wo du dich verteidigst mit deinem Stammeskrieger, verlierst du aus irgendeinem Grund gegen karische Axtkämpfer und karische Axtkämpfer verlieren auch. Ne, jetzt gewinnen die karischen Axtkämpfer. Ja, sieht daran, dass deine Männer so gebrochen wurden von den Geschossen. Jetzt sieht man einfach den nächsten Trupp reinjagen. Zack. Das haben wir aber andauernd gemacht. So, man sieht, da haben sie ja gerade einen richtig schön aufgestützt und Kopf weg. Okay, jetzt kommen die Syrer in den Nahkampf gegen spartanische Jugendliche. Genau, und jetzt, Leute, jetzt kommen die heiligen spartanischen Jugendlichen in Aktion. Sie haben einen Hügelvorteil und das reicht einfach mal aus für spartanische Jugendliche, auch unter Eigenbeschuss einfach mal abzumetzeln jetzt. Ja. Die werden jetzt ihren heiligen Job erledigen. Jetzt kommen Hastati noch, Alter, guck mal. Ich kann da nicht auch noch pieken? Ja, da kommen sie. Hey, Kastus, sollte es ungefähr bei 22 sein und da sollten Pieken kommen. Genau. Ja, gut. Ja, da kommt Piegen. Alles gut. Gut. Nicht, dass schon wieder eine räudige Phase passiert. Alter, guck mal an die Boja bei Helms Klamm. Sind das die Plänkler hatten noch Money, aber die fangen halt trotzdem die Geschosse der Skorpiontürme ab. Alter, die haben Gorgos frontal beschossen und die getötet. Wie viele Geschosse sind da drauf? Guck dir das an. Die schießen frontal durch die Mauer Einheiten ab. Weißt du, wie das fast unmöglich ist in Rome? Ja. Junge. Oh, Alter, guck dir die Salve an. Die armen Frauen Spartas. Oh. Die leiden richtig. Aber man sieht natürlich, wir haben uns hier aufgebaut, denn... Alter, guck dir an, was wir hier für eine Falle haben. Kommen die auf der einen Seite königliche Spartaner, auf der anderen Seite spartanische Jugendliche und dann werden die eingekreist, die Gegner. Aber was passiert nochmal? Wir sehen, der Seitengang wird mittlerweile angegriffen, sogar von Triari. Und die Bogenschützen schießen da drauf. Von mir, vom Hügel aus. Ja, das ist auch das sehr richtig so. Passen auf. Alter, guckt jetzt, Leute, seht ihr, warum diese spartanischen Jugendlichen heilig sind? Guckt euch das an. Die kämpfen gegen Piken, hunderte syrische Bogenschützen, Veteranslegendäre, Hastati. Und ja, sie halten es. Begeistert. Begeistert unter Eigenbeschuss. Ja, verliert die laufende Schlacht, juckt die einfach nicht, ne? 40 Kills, die haben fast so viele Kills, wie sie Männer haben, diese. Ich sehe 280 Leute töten, einfach mal Einheiten, die mehr als doppelt, die fast schon dreifach so viel Geld gekostet haben. Und ja, sie töten sie einfach. Und die Gegner kommen ja einfach kein Deut voran. Guck mal, wie hier Truppen hin und her bewegt werden, weil sie keine Ahnung haben, wohin mit der Scheiße, ne? Oh, die Helotenbogenschützen feuern gerade richtig schön rein. Der eine Triari-Trupp ist schon gebrochen jetzt. Alter, der ist schon tot? Alter, die haben einfach mal mega Support bekommen für den Bogenschützen. Welche Kills haben die? 45 und 81. Gegen Torinfanterie geht das vollkommen klar. Bei Helms Klamm sehen wir, dass wir eine schöne Falle aufgebaut haben, um die Gegner wirklich immer schön von zwei Seiten zu attackieren. Ja, auch bei dir da, bei der kaputten Mauer, ne? Ich glaube, der hat angetäuscht, dass da reinläuft, ne? Jetzt läuft er auch rein. Ich ziehe nur die Truppe so ein bisschen näher ran, damit die nicht so hart unter den Geschossbeschuss leiden. Genau. Aber ja, kommen wir jetzt auch beim Haupttor, laufen sie auch rein. Jetzt werden meine Männer in Position gebracht. Jetzt kommt zum wichtigen Teil der Schaffe. Ich sehe hier, ich habe aber noch einmal Gorgospank daran hier stehen. Das Wichtige ist einfach nur, dass wir das Tor unabhängig halten. Weil das einfach zu nah an der Festung dran ist. Wir dürfen den Hauptpunkt nicht verlieren. Wo ist eigentlich der Hauptpunkt der Festung nochmal? Da oben. Der ist direkt beim Hauptgebäude der Stadt, ne? Ja. Der wird, genau. Der wird bei mir nicht richtig angezeigt, aber. Also erst wenn ich mit der Maus drüber gehe, wird der bei mir angezeigt. Mhm. Das ist halt so.
Aber wir sehen natürlich, beim Seitengang haben wir die Gegner besiegt. Die heiligen spartanischen Jugendlichen. Ja. Schnetzeln. Würde ich sagen. Ich würde sagen, die schnetzeln, ja. Die haben 70 Kills, Leute. Guckt euch an, gegen was die kämpfen. Die haben Piken gegen sich. Da. Piken. Welche Einheit überlebt frontal gegen Piken und macht dagegen Kills? Spartanische Jugendliche. Diese spartanische Jugendlichen. Guckt perfekte Counter-Einheit. Ja, Counter. Leute, ihr spielt hier Lichische Königliche Garde gegen. Also ihr habt die Kelenische Königliche Garde gegen euch. Und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Ihr habt keine Muni mehr und ihr müsst frontal kämpfen. Spielt spartanische Jugendliche. Alter, der Boja wird ja richtig hart zurückgetrieben, also. Ja, wir haben ja einfach kein bisschen Chance gegeben. Oh, wie da das das heiße Öl da rauskommt aus den Toren, ey. Alter. Sterbt alle. Und da haben wir uns aufgestellt und zack. Die werden perfekt aufgehalten, die Gegner. Ja. Das heißt, sie bleiben immer noch im Öl. Bei dir geht der Kampf los, da werden sie eingekreist und man sieht einfach mal. Da kommen jetzt die letzten Verstärkungen nochmal rüber. Aber den Boja haben wir eigentlich hiermit besiegt. Ja. Ich meine, wir haben für ihn genauso viele Männer aufgeopfert für, wie für die anderen. Alter, ist mein Deutsch heute kaputt? Ich habe eine Entschuldigung, ich bin räudig. Ja. Aber man sieht, wir haben gesehen, dass spartanische Jugendliche mega OP sind. Das heißt, wir haben sie auch hier beim Tor eingesetzt. Guckt ihr es an. Die halten jetzt auch mal eine ganz schön lange Zeit durch. Guck mal, wie viele. Alter, wie die alle rein wollen. Guck mal, lasst uns rein. Nein. Wir haben keinen Bock auf wie das Tor hier. Oh, wie das Tor killt, ey. Oh. Alter, wie die alle abhauen. Guck mal, die Plankcloud-Schwertgefolge hauen schon ab. Ja. Das sind schon Männer komplett gebaut. Man sieht, bei dir haben. Die erste Front wurde schon wieder komplett zusammengemüpst. Da kommt einfach die nächsten Männer. Man sieht, die Männer haben keine Muni. Die müssen hier irgendwie durchkommen, die Boja. Weil man hier einfach mal sieht, dass die Jugendlichen einfach mal den ersten Pikentrupp schon vernichtet haben. Ah, die wollen hier echt jetzt gerade ein bisschen hoch zur, zum Tempel. Aber man sieht auch, jetzt fangen die pyrrhischen Speere an zu schießen. Jetzt sind die König Spartan im Kampf und die sind auf einem erhöhten Feld, wie man hier sieht. Die stehen 2 Stufen höher. Deswegen wird von mir das Feuer eröffnet, denn man sieht die. Alter, guck mal, wie perfekt da reingeballert wird in die Piken. Ja. Yeah. Und hier sieht man mittlerweile, Trifson hat eine neue Strategie. Er schießt in den Rücken der spartanischen Königseinheiten, denn die nubischen Bogenschützen stehen ja am Rand und die Kreator feuern einfach mal perfekt da rein. Das ist richtig fies. Guckt ihr an, diese Salven. Aua, aua. Das tut einfach richtig weh. Ja, aber guckt euch an, wie viele Männer wir gerade in die Flucht geschlagen haben. Männer, die sich nie wieder sammeln werden, einfach mal. Aber Leute, es bleibt noch ein großer Teil übrig von der Armee. Hier ist noch was, da ist noch was da und hier sehen wir noch mal was vor der Mauer. Oh, jetzt zieht Whiskey, nicht Whiskey, Adrian zieht seine Kavallerie rein. Oh ja, bei der Hemsklan. Die Boja-Kavallerie. Nee, die geht zum Plaza rein. Oh, das Battle läuft immer flüssiger, Nick, dass du mehr Einheiten sterben. Ach du Scheiße. Nee, ich seh's gerade. Oh nein, die heiligen spartanischen Jugendlichen. Nein. Was? Wo sind sie? Sind sie tot? Ja, 131 Kills haben sie gemacht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da kann man einfach nichts machen, Leute. Ansonsten sieht man hier beim Tor. Ich meine, bei Hemsklamm. Alter, guck dir das an, bei Hemsklamm. Guck mal. Alter, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich die Strategie benutze. Guck dir mal die Gorgas bei Hemsklamm, wie die da runterballern. Ja. Alter, das ist richtig fies, Alter. Die schießen perfekt in den Rücken von den Leuten. Die königlichen Spartaner, guck dir an, wie sie metzeln. Ja, es juckt sie einfach nicht. 142 Kills, keine 30 Männer verloren. Es kämpfen auch voll wenige von denen. Die Boja kommen hier einfach nicht durch. Die sind auch jetzt schon alle wieder müde. Hier sieht man, Alter, guck dir die Stammskrieger an, da beim erhöhten Feld. Ja. Mittlerweile kenne ich da einen guten Trick. Wenn die Männer so auf einem erhobenen Feld stehen, muss man da eigentlich reinballern, ne? Dabei definitiv. Also, ich meine, das Bett ist ja schon 3 Monate alt, aber Leute, wenn ihr sowas seht hier bei dem Boja, ballert da rein. Dadurch, dass die Mauer kaputt ist, sind die auf einem viel erhobenen Feld und das heißt, man kann da locker reinballern. Ja, wir hatten halt keine Schützen mehr, ne? Nee, man sieht doch, ich habe mittlerweile schon, also beim Tempel habe ich mittlerweile 2-mal peruvische Peltasten reingejagt. Man sieht einfach mal, wie wir um alles versuchen, die Gegner da aufzuhalten. Ich meine, das sind einfach noch 15 Minuten. Ja. Niklas, du hast gerade gesagt, wie lange das Battle noch dauert. Cut es raus. Ja, Alter, du dummer Noob, jetzt darf ich cutten. So, Leute, ihr habt gerade ein nettes gar nichts gehört. Ich werde einfach gar nichts sagen. Bei mir man merkt nur, wie ich auf einmal leise wurde und sagt, Niklas, du hast gerade die Dauer genug gesagt bei dem Battle. Alter. Man sieht ja natürlich, der Kampf ist riesengroß. Ich meine, die perückischen Speere kämpfen mittlerweile auch noch. Ach du Scheiße. Deine pyrrhischen Peltasten, ey. Die müssen ja jetzt alles aufhalten. Aber dadurch, dass sie halt ein bisschen schön stehen, werden die Gegner halt permanent hier von allen Seiten angegriffen. Also ja, so ein Legionär, da will ich auch nicht sein. Ja, aber man sieht, mein Gem wird mittlerweile abgeschossen. Alter, der hat 104 Männer nur und hat nur 9 Kills gemacht. Der hat einfach nie gekämpft. Der wurde sein ganzes Leben lang nur beschossen. Das Leben eines spartanischen Gens. Deswegen spiele ich den normalen oder bitte. Aber die Boja haben wir bald echt gebrochen, ne?
Ja, die Alter, ich meine, die Kavallerie hier hinten kommt gar nicht mehr durch. Die hier hinten versucht rum und Ägypten zu supporten. Hier vorne beim Tor passiert einfach gar nichts mehr. Ich meine, die kriegen einfach permanent Pech in die Fresse, während meine königlichen Spartaner da stehen. Ansonsten sind wir deine Stammeskrieger-Metze, die ab. Also, das war's für die Boyer. Ja. Ich glaube, die haben da relativ gut. Also, Hemsklamm ist deinem Namen gerecht geworden. Genau. Und ist eine unüberwindbare Mauer gewesen für den Boyer. Ich meine. Wir haben einfach meine ganze 40 Einheiten am Meer an diesem einen Front aufgehalten. Das würde ich schon sagen, haben wir gute Abklasse. Aber man sieht, die schwere Kavallerie wird mittlerweile ganz außen rum gezogen, denn die Slum-Gebiete sind ja mittlerweile unverteidigt. Das heißt, hier wird versucht, die Kavallerie reinzuziehen. Mhm. Ich meine, wenn man die Männer hat, dann hat man die Männer. Ansonsten sehen wir, der Tempel wird immer noch gehalten. Es ist immer noch spannend. Na, da sind auch noch ordentlich Einheiten, also. Das ist echt brutal. Oh Gott. Alter. Ist das böse, ey. Ist das böse. Das ist einfach richtig fies. Hier sieht man, Alter, guck dir an, wie viele Männer da stehen. Wo die, boah, die Heiligen... Stammeskrieger bei mir, der eine Trupp bei Helmskamm hat einfach schon 310 Kills. Das ist eine Einheit, die kostet 700. Ach du Scheiße. Der hat ja mal richtig abgeschnetzelt. Aber man sieht hier, wir hätten einmal königliche Spartaner rüber. Alter, die einen haben sich schon fast durchs komplette Tor durchgeprügelt, ne? Die prügeln die wieder raus, Niklas. Guck sie an. Oh. Die prügeln die wieder raus. Raus mit euch, ihr Schweine. Wie viele Trupps... Weg mit euch, ihr Schweine. Alter, wie viele Trupps haben versucht, hier reinzukommen und die prügeln die eiskalt raus. Verschwindet aus unserer Burg. Ja. Aber man sieht, die königlichen Spartaner versuchen, die schwere Kavallerie drauf zu halten. Man sieht, die ist ja mittlerweile gut angekommen, aber du hast denen schon was entgegengeschickt, sieht man hier. Ja, ich habe da irgendwie versucht, das alles dicht zu machen. Ja, ich meine, die schwere Kavallerie hat zwar aus dem Angriff benutzt, aber ich meine, da kommt. Sie ist einfach mega erschöpft, deswegen kommst du da nicht durch. Alter, mittlerweile kommen hier echt die Gegner durch. Die Evokati greifen mittlerweile an. Die Lotenbogenschützen werden angegriffen. Ich glaube, die haben sogar geopfert, die Lotenbogenschützen, oder? Bei dem Tempel. Das kann durchaus sein, ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Alter, man sieht. Guck mal, wie wir unsere Männer hier zurückziehen. Die laufen so. Ja, es ging einfach nicht mehr anders, ne? Nee, es ist einfach nicht mehr okay. Leute, guckt es euch an. Es ist einfach zu brutal. An jeder Ecke wird gekämpft. Da, guck mal, beim Tor, bei Helmsklamm, das war's jetzt endgültig für die Boyer. Ich war noch so ein Tor, wo... Die wurden einfach komplett rausgeprügelt. Ja. Was sind das? Das sind Spartaner, Leute. Das sind Spartaner, wie sie leben. Sie prügeln einfach Gegner wieder raus, aber man sieht... Ich meine, wir haben die schwere Kavallerie aufgehalten, hier wird sie eingekreist und getötet. Jetzt mal kurz, wie, wir müssen uns, glaube ich, mal wieder synchronisieren. Ja, wie ich... Ja. Gut. Das geht dann Laber wieder. So. Wir sehen natürlich, beim Tempel wird natürlich... Oh, Alter, guck dir das an. Die sind einfach alle tot. Einfach alles tot. Beim Tempel. Ich meine, die Piken sind hier so mittlerweile böse. Durchgebrochen. Und die Bogenschützen opfern sich erfolgreich, damit wir uns informieren können. Denn jetzt, Leute, wird die letzte Verteidigung bei der Festung aufgebaut. Das ist natürlich nicht schön. Das ist gar nicht gut. Und ja, Leute. Wir sehen, das Ende ist nah. Wer wird diese Schlacht gewinnen? Können wir die restliche Zeit noch durchhalten? Das ist die große Frage. Also, es sieht ziemlich böse aus. Allerdings haben wir noch unsere Elite. Ja, Elite haben wir echt noch viel zurückgehalten, ne? Ja. Altgeschworene, dann sehen wir noch mal einen königlichen Spartaner. Da sehen wir noch mal einen königlichen Spartaner, die noch nicht mehr gekämpft haben, sondern rumgelaufen sind. Ich meine, wir haben die Boyer erfolgreich abgewehrt. Ja, da wird eventuell auch noch Support kommen. Mhm. Weiß es gerade gar nicht mehr. Gott, ey. Okay, also, kannst weitermachen. Gut. Ja, nicht direkt weitermachen. Du musst warten. Okay. 3, 2, 1, go. Jo. So, ich meine, man sieht einfach mal. Ich meine, den Tempel haben wir lang genug gehalten. Der Tempel wurde erfolgreich gehalten von den heiligen spartanischen Jugendlichen und etc. Ja. Was will man da machen? Ganz ehrlich. Da kannst du nichts mehr groß machen. Die Kavallerie ist tot. Rennt weg. Ah, da, ich sehe es gerade. Ja, die andere Kavallerie wartet aber noch da bei dem Akropolis, ne? Ich verkürte ja an diese königlichen Spartaner in Phalanx. Ihr kommt hier nicht vorbei. You shall not pass. Also, ohne Scheiß, das ist echt ein hartes Battle. Die Stammeskrieger hier, Alter, die wüten immer noch bei den Bojenräumen. Ich glaube, selbst die sterben ja mittlerweile, ne? Ja. Selbst die können die Bojen nicht mehr lang genug aufhalten. Ja, das, aber da steht noch mein Gen. Also, man sieht hier, es wird wirklich hart gekämpft. Ja, mittlerweile werden die nächsten Truppen auch rangezogen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen nur noch ganz kurz durchhalten. Es bleibt spannend.
Ansonsten sehen wir... Alter, da hinten. Guck mal, da wird schwere Kavallerie einfach mal in eine Raute gesetzt bei dem Seitengang. Ja. Einfach mal frontal den König Spartaner reinjagen. Was anderes bleibt der Kavallerie nicht mehr. Aber du bist in Phalanx, das sollte ja, eigentlich maximal schief gehen. Das sollte wirklich maximal schief gehen. Bonus gegen Groß von 15, da sollten die direkt dran verrecken. Ich meine, dahinter sind imperische Speere. Oh ja, jetzt kommen sie hier. Oh, da kommen sie jetzt rein hier. Alter, wie viele? Die Römer. Was für Horden an Römer da noch kommen, ne? Und ich meine, die Römerarmee ist mittlerweile die zweitkleinste. Ich meine, am meisten Ägypter haben wir noch gegen uns. Ja. Die Ägypter wollen bis jetzt echt am meisten schon. Aber man sieht, mittlerweile werden die angegriffen. Wir versuchen wieder von allen Seiten anzugreifen. Das ist einfach das Beste, was wir machen können. Hier sieht man auch, die keltischen Krieger gehen perfekt in die Flanke. Die Chargen? Nein, irgendwie. Wer? Was? Oh. Was habe ich da gemacht? Was hab ich da getan? Was hast du da getan? Was habe ich nur gemacht? What? Oh, jetzt aber, oder? Ich weiß es nicht. Oh doch, jetzt. Es ist maximal räudig. Ach du Scheiße. Wir haben ich glaube, wir haben damals noch deutlich schlechter gespielt als heutzutage gespielt. Ich meine, das ist 3 Monate her. Ja. Da war unser Micromanagement noch deutlich schlechter. Aber man sieht, Alter, die kommen doch durch einen anderen Weg zur Festung hoch, ne? Vom Tempel aus. Ja. Da haben wir haben einfach 2 Verteidigungen vorbereitet. Man sieht, der erste Trupp wird schon wieder gebrochen von den Evocati. Während mein Gen sich ja auch bereit macht. Ich meine, da vorne steht er. Oh der ja. Gen, der Spartaner. Dein Gen steht ja noch bei den netten Hems Klampfreund. Ja, auf der wird da die Moral pushen immer noch. Oh, da ist nur noch ein Boja-Trupp übrig, noch einmal Schwertgefolge. Aber die, guck mal, die haben ca. 50 Männer verloren, die Königspartaner, und einfach 240 Kills. Ja, kann man mal machen. So meine Stammeskrieger, 452 Kills. Alter Schwede. Die sind jetzt erst mitgenommen, haben noch 28 Mann. Du meinst 450, oder? Du hast 425 gesagt. Ja, sorry. Sorry, du Mann, ey. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht mit Uhrzeit sagen. Aber man sieht, die König Spartaner sind hier immer noch am Kämpfen. Es bleibt immer noch spannend. Ich meine, die keltischen Krieger sind immer noch am Kämpfen. Wobei die König Spartaner halten so. Alter, die haben mit ja mittlerweile Schützen reingeschickt beim Seitengang. Siehst du das? Da, wo, ja. wo die überlegt haben, die Kavallerie reinzujagen. Und die Schützen, Alter, die ballern wieder auf meine König Spartaner. Kann man echt nichts machen. Alter, die Festung, die wird übelst angegriffen. Aber Leute, nicht mehr lange müsst ihr durchhalten. Ihr wisst die Zeit gerade noch, wir wissen es hier nicht. Alter, es ist einfach. Es ist einfach spannend. Wir wissen es nicht. Wer wird dieses Battle gewinnen? Aber man sieht deine königlichen Spartaner hier bei dem Gang, wie sie einfach so viele Truppen wieder aufhalten. Zusammen mit meinen Stammeskriegern und meinen keltischen Kriegern. Das ist einfach nicht normal. Ich meine, ich werde einfach über. Oh, da kommt Piken. Siehst du sie? Meine Eidgeschworenen müssen hier gegen galatische königliche Garde kämpfen. Ja, und gegen Piken. Die ist müde. Wird wahrscheinlich auch sterben. Ja, wird sie. Und dann fürchtet sich vor feindlicher Einheit. Hatten die Kultisten das so weg? Keine Ahnung. Aber hier sieht man auch bei Helmsklamm, ja, die Boja brechen langsam durch, aber die königlichen Spartaner, die jetzt am Tor frei geworden sind, genau, sind am Start. Die sind mittlerweile angekommen. Machen sich jetzt bereit für die Gegner. Alter, die hier stehen. Ich glaube, ich habe meinen Gen wieder abgezogen, ja. Ja, dein Gen sollte irgendwie. Ja, der ist in der Festung mittlerweile. Man sieht mittlerweile, überall werden Truppen zur Festung gezogen. Selbst Truppen, die eigentlich Kavallerie aufhalten sollten, werden zur Festung gezogen. Wie einfach unsere letzten verbleibenden Truppen werden zur letzten Front bewegt. Man sieht auch der eine Trupp, der den Hochgang zur Festung bewagt. Der königliche Spartaner-Trupp, der bei meinem Gen ist, ne? Ja. Wenn der fällt, können sie einfach komplett reinlaufen. Oder sie müssen gegen meinen Gen kämpfen. Der würde aber dabei sterben und dann kriege ich richtige Moralverluste. Also bei Spartanern ist das ja nicht so schlimm, aber es muss ja nicht sein, ne? Nee, es gibt schönere Dinge auf jeden Fall. Alter. König Spartaner kämpfen da, die Piken sind immer noch hart am Machen, die Eidgeschworenen kämpfen hier. Wir sehen mittlerweile... Wieso bist du mit deinen königlichen Spartanern nicht beim Boja reingegangen? Das frage ich mich immer noch. Ich weiß es nicht. War mein Micromanagement scheiße? Ich glaube, dein Micromanagement war scheiße, ja. Aber ja. Wer will es dir verübeln? Ich meine, es war einfach nur brutal viel vom Micromanagement her. Ja, das war maximal überfordernd. Ich meine, wir sehen aber, worauf wir uns hier fokussiert haben, können wir deine Eidgeschworenen hier sind bei den Piken sogar abgehauen bei der galatischen königlichen Garde. Dafür werden jetzt Stammeskrieger reingezogen? Die thrakische Krieger. Thrakische Krieger machen jetzt einen fetten Charge gegen die. Ich glaube, die haben sogar Kills gemacht mit der Scheiße, oder? Ja, natürlich haben sie Kills gemacht mit der Scheiße. Wir müssen hoffen, ne? Aber die hatten wirklich Kultisten so weg hier, was unsere Moral vergescheitert hat. Aber man sieht, der Seitengang wird nicht mehr lange gehalten. Alter, was machen diese königlichen Spartaner da? Die stehen komisch. Boah. Ja. Stehen echt komisch. Aber man sieht einfach mal, wir haben gar keine Chance.
Es sind einfach zu viele Männer. Wir müssen einfach nur warten, bis unsere Verstärkung kommt. Ich meine, guck mal, ich jage Helotenbogenschützen rein, die 155 Kills haben. Guck mal, wie die sich da bereit machen. Ja. Macht euch bereit, eure spartanischen Brüder zu unterstützen. Alter, Legionäre, alle. Ihr wisst einfach, alle Armeen sind erschöpft. Es bleibt einfach nicht mehr viel übrig. Überall wird geschlachtet. König Spartaner, ihr sind immer noch fleißig im Kampf mit den. Alter, Eidgeschworene, zusammen mit König Spartaner halten hier die eine Front auf, siehst du das? Ja. Und kämpfen gegen galatische königliche Garde, Veteranlegionäre. Alter. Kultisten ist so weg. Und hier gibt es schon Infanterie. Aber nee, man sieht mittlerweile, bei der Helms Klamm habe ich meine königliche Spartaner reingejagt. Sehr gut. Aber nicht in Phalanx gesetzt, du Nappel. Ja, okay, zoomen wir lieber wieder weg. Man sieht aber mittlerweile, unsere beiden Gens positionieren sich hier gut. Ich meine, also den einen Zugang zur Festung, würde ich sagen, haben wir hier verteidigt. Allerdings dort, wo deine königlichen Spartaner nur noch sind, da sieht es jetzt gerade richtig düster aus. Ja. Meinst du noch mit den Helotenbogenschützen? Ja. Die heiligen Helotenbogenschützen. Die heiligen Helotenbogenschützen des Todes. Also, die haben gute Kills gemacht. Also, sie haben fast so viele Kills wie die königlichen Spartaner. Und die werden einfach von der Seite beschossen, guckst du dir an. Ja. Zack, Alter. Was will man da tun als königlicher Spartan? Persische Feiglinge. Aber komm, hier laufen keltische Krieger von dir lang, die keinen Bock mehr haben. Die sind gebrochen, guck mal. Ja. Alter, die königlichen Spartaner brechen. Aber unsere letzte Mal. Guck mal, wir haben ja schon die nächste Falle vorbereitet. Die königlichen Spartaner kombiniert mit Stammeskriegern machen sich hier bereit. Ja. Bei der Festung. Zusammen mit unseren beiden Gens. Oh, jetzt ist unsere Elitefront. Deine königlichen Spartaner gehen weiter. Meine Eidgeschworenen, was tun die? Ja, die könnten mal was machen. Ja, ich weiß, die haben sich doch vorbereitet, eigentlich die andere Front aufzuhalten, weil wir uns hier perfekt aufhalten wollten. Ich meine, guck mal, da haben die sie einfach zurückgezogen, weil sie wussten, dass sie hier nicht gegen königliche Spartaner ankommen. Die haben nur 13 Männer verloren und 149. Alter, könnt ihr mir aufhören, so schnell zu töten? Ich weiß gar nicht, was haben wir da gemacht? Was macht der denn? Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben. Deine Eidgeschworenen geht doch wieder rein. Was haben wir da getan? Ne, die haben sich da aufgestellt. Die haben sich, doch, die haben sich da aufgestellt, um Gegner einzukreisen, wegen der Piken. Siehst du das? Ja. Stimmt, das war doch schlau. So dumm waren wir nicht. Oh, die Legionäre brechen jetzt hier gerade. Wo? Oh, jetzt sind dort alle Einheiten frei. Niklas, kann es das sein, dass du wieder hinterher hängst? Ja, wo ist denn? Jetzt, ist jetzt egal, wir sagen am besten die Zeit unten rechts auch gar nicht, wir machen jetzt einfach so weiter. Kann sein, dass du wieder ein paar Sekunden hinterher hängst, aber... ich bin gerade bei dem einen Seitengang, wo wir die Gegner zurückgetrieben haben. Ja, genau, da war ich auch gerade eben. Gut, weil wir hier sehen wir auch gerade, wie die Piken angegriffen werden. Ja. Ach du Scheiße. Ich meine, die Piken standen maximal ungünstig. Alter, oh, wie die abmetzeln. Flatsch. Tragische Krieger sind immer richtig harte Motherfucker. Eine richtig harte Motherfucker auf jeden Fall. Ne, hier sieht man mittlerweile genau, bei der Festung geht der Kampf los. König Spartaner mit Stammeskriegern und nochmal Gorgasplänklerin, die da drauf gehen. Und wir sehen, mein General ist gefallen. Man sieht 28 Männer noch und 9 Kills, was bedeutet das? Dieser Typ wurde einfach komplett zusammengeschossen. Es ist eine Schande für jeden spartanischen Gen. Ja. Eine heilige Schande. Wir sehen, Alter, die Boyer werden immer noch... Guckt ihr die Boyer an? Die Heil werden immer noch zurückgehalten. Raus mit euch. Ihr dürft hier nicht rein. Oh. Alter. 402 Kills sind meine königlichen Spartaner und deine Männer haben einfach 250. Yo. Was ist da passiert? Aber man sieht, ich habe meinen Gen mittlerweile reingejagt, denn Leute, wenn der Gen tot ist, muss man reinjagen. Aber man sieht, wir halten ihn noch gut auf bei der Festung. Mein Gen lebt noch schön. Also trotz des Todes meines Gens sind die König Spartaner begeistert, aber die Loten, die haben keine Moral mehr. Man sieht ansonsten, ein bisschen Reserve ist noch da von den Ägyptern, nur ein bisschen. Ich meine, wir haben den Römer jetzt vollständig getötet, wir haben den Boyer vollständig getötet, aber jetzt kommen noch die Ägypter. Und man sieht, hier wird abgemetzelt bis zum geht nicht mehr. Alter, wie die Spartaner einfach mal den Römern beweisen, wie man ordentliche Kriegsführer macht, ne? So gehen Berufssoldaten. So bildet man die aus. So werden Männer heutzutage erzogen. Oh, mein Gen ist doch nicht reingegangen. Oder er geht doch wieder rein. Ich weiß nicht, was machen diese 27 Männer da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, das ist ein kompletter Eidgeschworenen-Trupp mit 129 Mann. Ach du Scheiße. Ja, und nochmal komplette königliche Spartaner mit 129. Und dagegen pieken mittlerweile. Und mein Gen noch. Guck mal, da gehen einfach pieken gegen vor. Bei dem einen Seitengang. Ja. Wie fies. Guck mal, wie die sich da bereit machen. Die hauen ab. Und wir sehen, mitgenommen, Armeeverluste schlagen mittlerweile über uns. Ja, jetzt setzen die Armeeverluste ein. Ja, und dann hauen die ganze eidgeschworenen Trupps einfach ab. Leute, unsere Armee flieht. Es kämpft nur noch der Gen. Man sieht mittlerweile, selbst die Boya-Front haut ab. Und ja, Leute, die Schlacht wurde entschieden. Ihr könnt es an dem Timer sehen.
Wir konnten die Stadt nicht halten. Es tut uns leid. Wir sehen jetzt noch die letzten Sekunden, wie dein Jenny reingeht. Niklas, die letzten ehrenvollen Sekunden, wie dein Jenny reingeht. Oh ja, ich sehe es gerade auch. Oh. Und klatsch, 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 klatsch. Hier wird jetzt ordentlich geschart. Boah. Und direkt wird ein Römer abgestochen. Oh, das ist so, das sehe ich gerne, scheiß Römer. Aber guck mal, da kommen einfach direkt ägyptische Steinschütter an deine Flanke. Und du wirst beschossen. Alter, dein Gen wieder beschossen wird. Gut, aber ich denke, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Dein Gen wurde einfach mal, wie Whisky sagen würde, diskriminiert. Und ja, Leute. Ja. Ich sehe, es ist mittlerweile ein teurer, feindlicher Sieg. Traurige Musik. Definitiv traurige Musik. Also ich habe die über meins Musik und es kommt richtig traurige Musik. Es ist traurig. Aber wir gucken uns jetzt die Endstatistik an. Man sieht, 10.000 Männer haben diese Stadt verteidigt gegen 15.000 ungefähr. Somit ist es ein 25k-Battle ungefähr. Ich glaube, sowas Großes. Oh, Whisky hat aber auch richtig krass getötet. Ja, also Whisky hat sich immer noch am besten dargestellt. Ich meine, man muss überlegen, Tribesman hat einfach mal nicht ansatzweise alle seine Männer reingeschickt. Ja, konnte er auch gar nicht. Wo hätte er sie reinschicken sollen? Wo? Man sieht, unser netter Angel Templar kam einfach nicht durch. Wir haben ihn einfach mega zerberstet an der einen Front. Yep. Ich meine, wir haben ihm einfach keine Möglichkeit gebieten, da ordentlich zu kämpfen. Ich glaube, heute würde er es besser machen, ist klar. Aber dafür, dass es vor 3 Monaten war, hat er gut gekämpft. Das Battle ging insgesamt 51 Minuten, 54 Sekunden. Somit hätten wir ungefähr noch 8 Minuten durchhalten müssen. 8 Minuten hätten wir noch schaffen müssen, Niklas. 8 Minuten. Ja, so ist das. Kann man manchmal nichts machen. Kann man manchmal nicht machen. Aber man sieht jetzt meine Armee, Leute, die ist ein bisschen räudig. Aber ja, es wurde an diesem Tag gut getötet, würde ich sagen. Definitiv. Wir haben beide unseren Job getan. Auch wenn nachher noch richtig volle Trupps abgehauen sind. Ich meine, wir hätten diese 8 Minuten vielleicht noch halten können. Wir hätten uns noch zu einer weiteren Front zurückziehen können. Aber das waren halt die Armeeverluste dann am Ende. Da. Ja, da kann man nichts machen. Vielleicht einfach die Elite vorher noch in Kampf schicken. Also ich zumindest. Ja, also wir haben aus dieser Schlacht gelernt, spartanische Jugendliche sind eine Bosseinheit. Guck dir den Eindruck an, 131 Kills. Königliche Spartaner? Nein, die spartanischen Jugendlichen. Ach so, ich sehe hier nur einen königlichen Spartanertrupp mit 78 also Kills. Der wurde einfach so hart zusammengeschossen. Ja, und einer mit 68. Also der eine 64er Trupp ist damit abgehauen, aber ansonsten 180, 430, 270. Ja, manche Trupps 130, also man sieht, manchmal konnten wir sie echt nicht gut einsetzen, an anderen Stellen waren die wieder richtig effektiv, die Spartiaten. Es kommt immer auf die Situation an, wie man sie einsetzt. Ja, Alter, mein einer Stammeskriegertrupp, 469 Kills. Alter, ich glaube, ist das Rekordhalter in dem Battle? Warte, ich weiß es nicht. Nee, die Elephants, mehr als die Elephants. Die Elephants haben 465. Alter, die haben mehr getötet als Elephants. Naja, Leute, ich hoffe natürlich, das Battle hat euch immer gefallen. Auch nicht unten rechts mit der Einblendung vom Timer, damit ihr nicht sehen könnt, wie lange das Battle geht. Damit ihr nicht wisst, wer gewinnt. Ich muss natürlich noch ein paar Beeps reinschneiden, da wir beide öfters gesagt haben, wie lange das Battle noch geht. Genau. Ich hoffe natürlich, das Battle hat euch gefallen als Special dafür, dass wir das 100. Online-Battle haben. Ich denke, wir haben es relativ gut hinbekommen mit dem Sekundenhalten. Auch wenn ich glaube, manchmal leckt die Schlacht dort zwischendurch, deswegen wir dann wieder nicht so im Unrein waren. Wenn wir das nächste Mal machen und das nicht so eine große Schlacht ist, geht das, glaube ich, besser. Genau. Aber Leute, ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Battle wieder. Ciao, Leute. Ciao.